Leute, heute soll es mal wieder ein Rezeptvideo geben und zwar gibt es etwas Süßes. Ich glaube, alle Frauen stehen auf süße Sachen und wenn sie dann auch noch wenig Kalorien haben und gesund sind und zu einer Topfigur beitragen, ist es natürlich umso besser. Das Geilste daran ist, dass es mega schnell geht, mega lecker ist und natürlich wenig Kalorien hat. Und ich war ja vor kurzem in Österreich und habe mich so ein bisschen inspirieren lassen. Und zwar gibt es heute Marillenknödel. Alle Zutaten habe ich hier schon aufgebaut und wir brauchen echt nicht viel. Wir brauchen Magerquark, Marillen oder je nachdem, was ihr in die Knödel reinmachen wollt. Wir brauchen Instant-Haferflocken, Zuckerlight, ein bisschen Salz und Dinkel-Semmelbrösel. Als erstes fangen wir an mit dem Magerquark und zwar brauchen wir 100 Gramm davon für zwei Knödel und die mache ich erstmal in die Schüssel rein. Dazu kommen dann die Instant-Haferflocken, davon nehmen wir 40 Gramm. Dazu kommen dann noch 20 Gramm Zucker und eine Prise Salz. Der Teig lässt sich relativ gut durchkneten, der klebt auch nicht an den Händen. Knetet den einfach so lange durch, bis alles gut vermischt ist. Dann könnt ihr den Teig zur Seite stellen und in der Zwischenzeit einfach mal die Marillen durchschneiden, den Kern rausnehmen. Ich mache dann immer noch so ein bisschen Zuckerlight mit rein und dann den Teig in zwei Hälften teilen und so eine handflächengroße Teigteller formen, da die Marille reinlegen. Alles mit dem Teig gut bedecken und zu einem Knödel rollen. Wenn ihr eure Knödel fertig gerollt habt, kommen sie in kochendes Wasser. Aber das Wasser darf nur ganz am Anfang kochen. Das heißt, ihr schmeißt die Knödel in das kochende Wasser rein und schaltet dann aber sofort die Temperatur runter. Wasser salzen, nicht vergessen. Und dann bleiben sie für 15 Minuten in dem Topf. Jeder, der Marillenknödel kennt, weiß, was jetzt noch fehlt. Und zwar die Brösel. Ich habe mir dafür bei Bio Company solche Dinkel-Semmelbrösel geholt und davon nehme ich ungefähr 20 Gramm. Die werde ich jetzt in der Pfanne anrösten, also es kommt in die heiße Pfanne rein. Wer jetzt sich die Kalorien für die Panade sparen möchte, die Knödel schmecken auch ohne lecker, aber mit sind sie um einiges noch besser. Und zwar kommen die Brösel in die heiße Pfanne rein. Aufpassen, dass sie nicht anbrennen und dann mache ich noch so ein bisschen Zuckerlight noch mit dazu. Und was ich auch noch ganz lecker finde, ist eine Prise Zimt mit drin. Dadurch, dass der Zucker so leicht karamellisiert, spart ihr euch auch die Butter, die man normalerweise nimmt, um die Brösel anzubraten. Trick 17. Was auch noch ganz geil schmeckt, ist, wenn man so ein bisschen gemahlene Nüsse in die Brösel mit reinmacht. Das ist auch sehr, sehr lecker. Passt auf jeden Fall auf, dass das Wasser nicht mehr kocht. Also es soll so kurz vorm Kochen sein, aber eben nicht mehr ganz. So, die Knödel waren jetzt 15 Minuten drin. Ich nehme die jetzt mit so einem Schöpflöffel raus und lasse die mal ganz kurz in so einem Sieb so ein bisschen abtropfen. Ups. Und dann kommen die hier auch schon in die Pfanne rein. Ups. Und werden einfach nur noch gewendet, sodass alles vom Knödel schön mit Brösel bedeckt ist. Schon die fertigen Marillenknödel. Ich verrate euch noch die Nährwerte. Und zwar haben wir für diese beiden Knödel 323 Kalorien, 48 Gramm Kohlenhydrate, 4 Gramm Fett und 21 Gramm Eiweiß. Das kann man schon mal machen. Also es geht wirklich zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen, nach dem Training. Es geht einfach immer und es ist mega lecker. Und wie gesagt, ihr könnt es variieren, wie ihr mögt. Bananen, Nutella, Snickers. Den Variationen sind wie immer keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr es nachbackt, würde ich mich natürlich wieder über Fotos bei Instagram freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.